Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zum 50. Part von Let's Play Evoland 2. Ja, so lange hat sich das Spiel gehalten, hätte ich mir nie im Leben gedacht bei diesem Game. Aber anscheinend tut es das. Deswegen kein Problem. Ich glaube, das sind eh schwache Typen, die... Ja, okay, die machen wenig Schaden. Ich dachte, naja, das würde besser laufen, was das angeht, aber gut. Du stehst einfach hinten dran, du kannst nicht mehr viel machen. Was, ihr habt jetzt Aussehen, bei dem auf Warten gedrückt. Aha. Statt ihn auf Angriff zu trimmen. Was? Warum überleben die das? Du hast eh noch eins. Komm, lass dich mal töten. So. Kannst den hier auch mal angreifen. Da oben auch. Oben läuft einer weg. Dann laufen wir jetzt so gut, es schnell geht hin. Minus geht den oberen Weg. Ich weiß nicht, ob der theoretisch da oben sonst irgendwas machen kann oder nicht. Wer weiß. Bevor da sonst irgendwas geht, am liebsten mal hingehen. Schon mal in der Richtung. Okay, der geht wieder runter. Das ist wichtig. Ah, verdammt, da geht er gar nicht anzugreifen. Kann es gar nicht angreifen. Ja, gut. Dann ist das halt egal. Michael geht einfach durch. Zersmasht einfach alle, die es gibt. Alkin macht da auch ein bisschen was. Ein KP wieder übrig geblieben. Super. Oh, du kannst als Bogenschützin dann. Was auch immer. Du bist nicht wirklich Bogenschützin, du Fina, aber. So eine Art wie eine Bogenschützin. Oh, das sollte sonst niemand. Ist uns echt niemand mehr? Alter, haben wir die gut. Da oben ist eine Truhe. Sollten wir echt hin? Sollten davor noch dahin? Oben ist eine Truhe. Venus, auf geht's. Wobei, du bist geschwächt. Du solltest nicht alleine hingehen. Ein Soldat kann mit jemandem hingehen. Ich glaube, ich gehe dahin. Da. Ich glaube, ich bin eher am schnellsten und am sichersten. Was das angeht. Ein bisschen vorangreifen. Sag ich ja, schön vorangreifen. Damit er schön keinen Sinn darin hat, irgendwas zu tun. So. Und dann eh nicht weiter. Alkindorf hinterher, Mann. So, und du wartest jetzt hier. Du machst jetzt auch noch mal dein Dingens. Stürmen. Warten. Und du auch warten. Und du gehst zurück. Nicht einfach auf Start drücken. Oh. Das sieht also, wenn sie ihre Fähigkeit haben. Kann ich nichts für. So. Na los, komm. Können wir das ein bisschen schon weiter ausüben? Warum nicht? Wir können den sogar so noch weiter angreifen. Ups. Weiter warten. Du hast auch da. Stürmst ein bisschen. Schützt dich auch ein bisschen weg. So, dann sollte ich das immer gut hinbekommen. Ups, da ist es mir passiert. Naja, den haben wir eh so gut wie gekillt, also. Das sollte eher weniger das Problem sein. Also sage ich ja, am besten nicht, damit wir das gar nichts mehr machen, außer noch warten. Und dann rüber zur Kiste. Eine läuft jetzt langsam. Nein, du gehst jetzt darüber. Der Typ so langsam zu dir kommt. Keine Ahnung, was der jetzt machen möchte, aber... Nicht gut. Bogenschützen muss ich wegbekommen.
Was ist das, dass ich mit denen irgendwie angreife? Das wäre natürlich das Bitterste. Plötzlich geht der Angriff. Okay, alles klar. Ganz wo plötzlich wir an der Kiste dran sind. Natürlich. Macht ja jeder so. So, die zwei sollten ausreichen. Dann haben wir hier einen anderen Haufen. Wir hatten der? 20. Ja, wir haben zwei Bogenschützen nebeneinander. Das heißt, wir können die allein mit Bogenschützen killen. So, der will natürlich da zu uns hin. Mit die Truhe. Ach. Ach, die Truhe können wir erst danach. Ich dachte, das wäre so ein Fire Emblem, so dass man es jetzt schon könnte. Schade. Schade. Sehr schade. Was für ein Schade. Aber gut, was kann ich das? Wie soll ich das so wissen? Ich kenne ja sonst. Warte einfach oben, Michael. Ich hoffe, wir sind dann irgendwie dann noch immer noch da. Wir können dann weiter dingsen. Es hört sich immer so an, als würden wir Dragon Ball spielen. Gute Wahl. Lass uns weiter so Truppen zusammentrommeln. Natürlich. Wir können das auch erst in der nächsten Ebene machen. Hätte ich das gewusst, wäre ich hier nicht durchgegangen. Ah. Pizza ohne Käse. Wer hätte diese perverse Idee? Diese Pizza ohne Käse, Alter. Denke ich auch gerade. Ohne Käse. Ohne Käse ist es mir Käse, sage ich dazu nur. Ay, caramba. Dämonen? Tim, die kaiserlichen Truppen halten auf uns. Wir müssen reagieren. Worauf reagieren? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich habe ein paar Dämonen gefunden, die dumm genug sind zu glauben, ich würde sie vor dem Kaiserreich schützen. Wir können sie einfach als Schilde benutzen. Als Schilde benutzen? Ja, als Schilde. Das heißt, wir werden sie vor unseren Truppen positionieren, damit sie an unserer Stelle die volle Wucht einstecken. Aha, und natürlich. Haha, vor uns. Wie Schilde. Wir würden sie aber nicht tragen, stimmt's? Stelle ich mir jedenfalls vor. Mir völlig egal, was ihr euch eigen vorgestellt habt. Jedenfalls werdet ihr einen Weg finden, die Angelegenheiten des Dämonen zu, die Dämonen zu erledigen. Der Befehl, mein Herr! So. Freunde, Dämonen, Mitbürger. Eure Chance auf Glanz und Gloria ist gekommen. Verteidigt euer Land gegen die Invasoren. Wenn wir diese Armee dezimieren, helft ihr uns dann, das Kaiserreich anzugreifen? Aber natürlich, der große Magus ist allmächtig. Mit ihm an eurer Stelle werdet ihr es dem Kaiserreich definitiv heimzahlen. Wenn er wirklich so mächtig ist, warum kämpft er dann nicht gemeinsam mit uns? Stimmt, warum nicht? Findet ihr das nicht auch ungerecht? Oh ja, nein, absolut. Er scheint es ehrlich zu meinen. Oder ist er nur ein Idiot? Also, nächstes Mal werde ich ihn bitten zu bleiben, okay? Ich weiß nicht, ob ich ihnen über den Weg traue. Haben wir denn eine andere Wahl? Wenn unser König doch bloß überlebt hätte. Sie positionieren die Dämonen an vorderster Linie. Wir konnten sie Dämonen davon überzeugen, an ihrer Seite zu kämpfen. Das stinkt nach einem Verrat des Magus. Er würde alles tun, um sein Ziel zu erreichen. Ich will nicht gegen meine Brüder kämpfen. Vielleicht kann ich sie davon abbringen. Also letztes Mal hat das nicht so toll geklappt. Es muss eine Lösung geben. Dieses Geräusch. Okay, wir werden davor zuerst mal Mandozelt. Jetzt können wir sogar noch mehr machen. Blatt für zu Ritter. Alter, yo. Nehmen wir schon mal einen neuen Rekruten auf. Alter, jetzt sind wir richtig heftig drauf. Guck ich das mal an. Du kannst nicht mit denen reden. Das ist nicht Fire Emblem. Verdammt. Du stehst auf jeden Fall in der Mitte. Schützt. Du kannst auch da schützen, glaube ich. Ja. Hörst du den da an? Oh. Alter. Richtig pervers. So, dann du.
Dafür können wir dann mit hier dann beenden. Angriff. Zumindest bin ich davon ausgegangen, dass das irgendwie gehen könnte, aber nein. Leider nicht. So, wunderbar. Das war guter Schaden. Rit hat einfach 60 und er hat auch voll viel Schaden, den er ausüben kann. Am meisten hat wirklich der Ritter von uns allen Schaden, Alter. Richtig pervers. Oh, Katapulte. Oh. Die Leute das bedienen, ne? Deswegen die Katapulte mit Schaden. Ach, weil Bogenschutz. Nee, es ist egal, wer. Wir müssen auf jeden Fall als Truppe agieren. Das ist das Wichtigste. Wir müssen halt vor allem unseren Dark KI auf jeden Fall schützen. Sind Alkin, meinte ich. Ah, Darkrai. Darkrai, habe ich mir gedacht. Okay, klar. Pokémon. Warum nicht? Warum nicht Pokémon? Mio, warum nicht Pokémon? Warum nicht, du blöder Idiot? Das sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht so nice aus. So. Den da erledigt. Den da erledigt. Schützen mal wieder. Dann bist du geheilt. So. Ich weiß, das war was Einfaches, aber gut. Sollte halt seinen Sinn erfüllen. Hui. Nicht guten Schaden, den wir da ausüben können. Ein bisschen stürmen. Du kannst dich bis da aufopfern, jemanden zu töten. Oh Mann. Na gut, der steht alleine da. Ist so gut wie kaputt, wenn der angegriffen wird. Ist aber nicht weiter schlimm. Ah, diese Katapulte. Das gefällt mir gar nicht, dass hier so viel angegriffen werden kann. Aber genau das war ein bisschen geplant. Ein Angriff ist ja recht einfach. So, da haben wir ein bisschen was verdingst, leider. Aber von Bogenschützen wird er sehr arg malträtiert. Aber ist jetzt nicht schlimm, weil wir haben... Oh. Ist jetzt so schlau, es so weiterzumachen? Der King kann auf jeden Fall jetzt nicht mehr schützen. Hat auf jeden Fall genug geschützt. Taktisch auf jeden Fall mehr. Oh, mehr als nur genug. Du gehst auf jeden Fall zurück. Wartest. Bekommst eine Heilung. So. 47. Wunderbar. Das kann ich nicht machen. Erstmal weg mit den Typen. So ein bisschen. Den Paladin bekomme ich da nicht weg. Doch. So. Bekommen wir so weg. Das ist einen von denen. Na gut, kommen wir so leider nicht weg. So auch nicht, Alter. Es ist problematisch. Jetzt sehen... Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir sind am Arsch. Oh, shit. Oh Mann. Ich weiß, da verlieren wir jemanden, aber. 12. Hey.
Noch der Typ. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt. Uiuiui. Das machen wir so auf jeden Fall. Das werde ich hier auf jeden Fall heilen. Uiuiui. Müsst auf jeden Fall angreifen. Die Bogenschützen müssen weg. Aber die überleben so etwas. Das ist das Schlimmste daran. Der ist wenigstens weg. Die anderen Bogenschützen bekommen wir hoffentlich auch weg. Ja. Das ist immerhin das Wichtigste jetzt. Oh shit. So, Dalkin. Viel Spaß. Das wird er nicht schaffen. Am besten Willen nicht. Okay, sowas eher. Sowas nicht. Au, au, au. Nein, das schafft er nicht. Was mich nicht unbedingt macht, mich stärker. Okay. Aber. Naja. Wir können ja immer noch. Ah, das ist wenigstens gut so, dass es nicht endgültiger Tod ist. Wie es ja sonst ein Fire Emblem gut und gerne ist. Wir können ja immer noch weiterkämpfen. Unser Vorteil. 29? Echt? Wir dürfen nur halt selber nicht verrecken. Das ist das Problem. Als ob. Oh, ich muss gleich sofort angreifen. Mein Minus wird sich nicht großartig aushalten, wenn er angegriffen wird. Verdammt. Ja, da sieht man es. Ich wollte heilen. Habe ich leider nicht. Ach du Scheiße. Da sind wir jetzt leider. Habe ich kaputt gegangen. Ich bin verletzt. Macht ohne mich weiter. Oh shit. Die Velvet ist auch so gut wie kaputt. Wir sind auch so gut wie. Wir werden das nicht überleben. Nicht, wenn das so weiter geht. Okay, das überleben wir gerade so noch. Ich wollte ja heilen. Ja, da hat das nicht ganz gut gefunzt. Wie man sehen kann. Wir müssen weiter nach vorne, so oder so. Sich hinten versteckt, da ist nur eine Memme. Das ist wichtig. Dann müssen wir uns heilen. Ach du Scheiße. Bogenschütze weg. Nicht mehr viel übrig. Ich ruhe mich für eine Weile aus. Scheiße. Warum mache ich dabei? Hab ich noch irgendwie Möglichkeiten? Nein. 13. 6. Boah. Muss mich halt auf jeden Fall heilen, so oder so. Da gibt's kein Wenn und Aber. Fina wird angegriffen. Ja, wenigstens von dem einen Ding, sondern von der Fina. 27, was? Nein, nicht das eine Katapult, nein. Greift doch genau mich an. Warum genau mich? Ich hätte anders angreifen sollen. Super. Nein, ich bin doch... Ah.
Aber ich sag auch mal, erst im nächsten Part. Deswegen sag ich nochmal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Evil Dead 2. Ich weiß, wir haben zerkackt, aber leider ist es in diesem Part so. Deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Part. Vielen Dank und ciao.